Hallo zu einem neuen Let's View. Diesmal schauen wir uns die kostenlose Leseprobe aus dem Hause Feest an, oder A. Harper, der ja auch die Disney Comics rausbringt. Und zwar geht es um Vergessene Welt Jurassic Park. Diese Leseprobe ist 1987 erschienen, zum Filmstart des Films eben, der ersten Fortsetzung zum Jurassic Park Universum. Das volle Comic ist eben halt im Feest Verlag erschienen, als Softcover-Album, kann man so sagen. Das soll aber heute nicht Thema sein. Wir möchten uns einfach mal diese Leseprobe, diese kleine, angucken. Vorne dieses richtig schöne Cover oder auch das Kinoposter und so ein paar Informationen. Kostenlose Leseprobe eben halt. So, das wollen wir mal jetzt durchblättern. Wir schlagen gleich auf. So, und hier sehen wir auch gleich der Anfang des Films. Ganz gut gezeichnet. Gut, die Gesichter des Kindes sind nicht wirklich gut getroffen, gebe ich ehrlich zu. Haben wir in Deutsch. Und rechts sehen wir den Soundtrack, beziehungsweise die Werbung des Soundtracks vom zweiten Film. Das ist, kam in so einem schönen Pappschuber mit so einem Saurier-Diorama. Sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Also wer es mal irgendwo findet und Fan dieser Reihe ist, unabhängig davon, die Musik von John Williams ist großartig. Und ja, dieser kleine Pappschuber ist ein echter Hingucker, aber er ist auch sehr empfindlich. Also schon beim Aufklappen musste ich, als ich es neu gekauft habe, sehr aufpassen, dass er nicht kaputt geht. Aber eine sehr, sehr tolle Idee hat man selten bei einem Soundtrack. Dann gehen wir gleich mal weiter. Und man sieht, das ist auch ein Werbeheft. Also es ist ja nicht nur der Anfang des Comics, sondern es wird ja auch beworben. So, hier geht es ja auch weiter. Das Mädchen hat die Kompis getroffen, wird bedrängt und ja, angegriffen. Und damit hatten wir ja den Opener der Geschichte. Dann ging es ja bei InGen, die ja verklagt wurden ein wenig und wegen den Vorfällen auf Jurassic Park und ja, sie kämpften zum Überleben und die ja dann die Insel nochmal ausschlachten wollen, beziehungsweise die Schwesterinsel Isla Sorna. Also recht gut getroffen, man merkt aber auch irgendwie, dass es sehr, ja, fehlt so ein bisschen Dynamik. Also es ist nach den Schauspielern gemalt, aber irgendwie ein bisschen Dynamik fehlt drin. Das ist gut, aber irgendwas fehlt da, ganz ehrlich gesagt. So, hier unten stehen nochmal die Informationen, Leseprobe, von wem übersetzt, von dem Frank Neubauer und dass das Album im E. Harper Egmont Verlag oder auch Feest erscheint. So, weiter geht's. Hier haben wir auch Werbung wieder, und zwar einmal das Making-of-Buch Vergessene Welt Jurassic Park. Das kann ich auch nur empfehlen. Ist auch ein sehr, sehr interessantes Buch mit sehr, sehr vielen Bildern. Und daneben die Junior-Ausgabe des Romans, der direkt nach dem Drehbuch ist. Das heißt, das ist die Filmumsetzung als Roman. Natürlich kann ich auch das Originalbuch von Michael Crichton empfehlen, falls es ein bisschen anders ist. So, hier sehen wir jetzt Ian Malcolm alias Jeff Goldblum. Und was uns gleich auffällt, ist etwas, was er nicht im Film hatte. Einen Schnauzer, jedenfalls nicht so deutlich zu sehen. Ich finde das sehr informativ. Vielleicht war das eins der ersten Fotos, was man ihm gegeben hat, den Machern und so weiter. Vielleicht war es vorgesehen. Auf jeden Fall hat er hier einen Schnauzer. Wie auch immer. Auf jeden Fall sehr interessant. So, blättern wir weiter. Das ist schon Seite 11. So, da trifft er John Hammond und John Hammond erzählt ihm eben mal, bitte rettet die Saurier. Wir kennen das ja. So, weiter geht es. Auch hier nochmal weiter. So, und hier endet das auch. Das ist ja sozusagen die Einleitung, wie er sich auf seinen Track vorbereitet. Und daneben Kennerwerbung. Das Originalspielzeug zum Film Vergessene Welt. Ja, hat irgendwas von Dino Riders, muss ich ganz ehrlich zugeben, von der Serie, denn hier mit den ganzen Packs auf den Rücken, die ganzen Käfige, wie sie gefangen werden, die Ausrüstung, das sind ja schon fast super Krieger. Obwohl ich muss sagen, wer die neuen Jurassic World Filme sieht oder kennt, der wird sich irgendwie schon ein bisschen erinnert, wenn man diesen Raptor sieht mit den ganzen Schutzmechanismen. So, überall wo Spielwaren gibt. So, wir haben natürlich noch eine weitere Seite. So, hier haben wir auch viel Werbung. Das ist natürlich nicht im normalen Buch dann enthalten.
Posterbuch, was haben wir dann noch? So ein bisschen Labyrinth, das ist mal so ein ja, Geschicklichkeitsspiel, vermute mal so ein paar Rätselhefte. Alles zum Kinohit 97, das ist natürlich ausgeschlachtet. Hier auch nochmal ein Posterbook, ein anderes. Also es wurde viel ja, damit beworben. Und in vieler Hinsicht haben wir diese Gimmicks bekommen. Ist ja auch ein Riesenhit gewesen, Dinosaurier zogen immer. So, das war auch schon die letzte Seite. Hier haben wir jetzt etwas ungewohnt aus einer Zeit, wenn wir das jetzt betrachten, von 2022. Eine Videokassette. Jurassic Park 1 wird als Videokassette verkauft. Es gab sogar noch eine weitere Videokassette, wie wir hier sehen, mit nur einem reinen Jurassic Park Making-of und Jurassic Park, die Edition der Wirklichkeit über die Dinosaurier. Also das sind schon seltene Hefte, Videokassetten, VHS, der Vorgänger der DVD und darum wieder der Blu-ray und im digitalen Zeitalter. Was kann ich noch weiter sagen? Gar nichts eigentlich, denn das war's gewesen. So, hingelegt. Ja, das war das kurze Let's View dieser Jurassic World, oder nein, nicht Jurassic World, Vergessene Welt, Jurassic Park Leseprobe des Comics ja, von 97. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, da gibt es einen Like-Button weiter unten, es gibt einen Abo-Button. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meiner kleinen Gruppe von Abonnenten anschließt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hinterlasst ein Like, wenn euch das gefallen hat, aber auch kommentiert. Habt ihr das Comic gelesen? Kennt ihr das? Und ja, wie findet ihr das? Alles Weitere überlasse ich euch. Bis zum nächsten Mal.